Wusstest du eigentlich, woher das Croissant stammte? Aus Österreich, Frankreich oder der Schweiz? Ja, tatsächlich stammt es aus Österreich. Als die Türken 1683 zum zweiten Mal Wien belagerten, 1529 hatten sie zum ersten Mal die Stadt bedroht, da hörten die wie stets nachts arbeitenden Bäcker, wie die Türken einen Tunnel unter die Stadt trieben. Durch ihren Alarm konnten die Bäcker Wien retten. Zur stolzen Erinnerung an dieses Ereignis kreierten sie das Croissant, dem sie die Form des türkischen Halbmondes gaben. So will es eine Geschichte. Auf alle Fälle wurden die Hörnchen, denn das bedeutet das Wort, in Wien kreiert, um den Sieg über die Türken zu feiern. Hättest du das gewusst? Wusstest du eigentlich, dass im 15. Jahrhundert ein Hahn und eine Glocke in die Mühlen der Gerichtsbarkeit gerieten? Was wohl hatten sich die beiden Angeklagten zu Schulden kommen lassen? Nun, der Hahn wurde 1471 in Basel angeklagt, weil er angeblich, den Naturgesetzen zum Trotz natürlich, ein Ei gelegt hatte. Gemäß dem Gerichtsurteil wurde er als verkleideter Teufel auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nur unwesentlich milder fiel das Urteil gegen die Glocke aus, die in Florenz den Bußprediger Savonarola 1452 bis 1498 durch ihr Läuten vor seiner Gefangennahme warnt. Sie wurde 1498 vom Großen Rat der Stadt des Verrats schuldig gesprochen. Zur Strafe wurde sie vom Turm gerissen, durch die Straßen geschleift und vom Henkerhaus gepeitscht. Anschließend wurde sie für 11 Jahre aus der Stadt verbannt. Hättest du das gewusst? Weißt du eigentlich, in welche Richtung die Zugvögel schneller fliegen, wenn sie nach Norden oder wenn sie nach Süden fliegen? Nach Norden wäre die richtige Antwort. Einige Singvögel benötigen für ihren Flug von Zentral- oder Südafrika zu ihren Nistplätzen in Europa nur halb so viel Zeit wie für den Flug ins Winterquartier. Der amerikanische Kappenwaldsänger wird bei seiner Nordreise immer schneller. Normalerweise legt er 50 Kilometer pro Tag zurück. Die letzten 300 Kilometer schafft er an einem einzigen Tag. Wie die Zielorientierung, also die Karte, funktioniert bei den Vögeln, das ist irgendwie immer noch unklar. Hättest du das gewusst? Thank you.